Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Leibbringer Industries mit Hector. Ich habe nur gelesen, dass es ein super Spiel ist. Oder super, weiß ich nicht, ob das zumindest ein Horror-Spiel ist. Und wir haben gesagt, wir spielen jetzt einfach wieder mal Horror-Spiel und no game! Ja, Prolog. Ja. Wir fangen den Prolog an. Ich hoffe, das ist nicht. Wir haben kurz vorher reingeschaut, dann ist das Aufnahmeprogramm abgestürzt. Und Klassiker und Prolog haben wir glaube ich schon gesehen, das war das, wo wir, das sieht man ja nicht gleich. Schaut sich das einmal an, wir melden uns dann hier wieder, wenn es losgeht. Aber ich glaube, das haben wir jetzt erst gehabt. Ja, das war der Prolog. Hector. Shelly, ist das der Name vom Drill Sergeant oder so? Wieso? Genau, jetzt. Okay, das kennen wir schon. Back. Das war wohl ein Traum. Eine Vision, wahrscheinlich. Ganz mächtige Vision. Maybe, baby. Ja, ich glaube, dass das so ein Revolver-Kammer ist, wo. So ein Revolver-Kammer, wie nennt man das? Revolver-Kammer, oder? Genau, ja. Wo die Patronen drin sind, dabei ist diese OP-Lampen anscheinend. Möglicherweise. Oh, das ist wirklich ein Zahnarzt, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Der plantiert uns da wahrscheinlich gerade so einen Sender. Ich glaub, ich so wie bei Bart Spencer. Vielleicht haben wir sogar eine Narkose gekriegt oder so. Muss die dann orten können. Ja, genau. Unser Mann in Rio hat es erwischt. Schade. Jammerschade. Ein guter Mann. Okay, Sir, ich glaube, unser Mann in Alaska hat es erwischt. Schade. Ja, wir kriegen eine Bluttransfusion anscheinend oder so. Oder Infusion. Was hat es ausgeschaut vom Sackel? Okay, da waren wir schon. Ich glaube, wir sind bis zum Plakat da vorne gegangen in dem Gang. Das ist jetzt eh gleich 5 Meter voraus. Da spoilern wir eigentlich nichts. Und wir haben keine Ahnung, warum wir da sind, was wir da tun. Wir schauen aus wie ein Mann, glaube ich, oder? Oder eine ziemlich gut behaarte Frau. Kann ich sehen. Eine rassige Seniorita. Bah. Hast du das gesehen? Mhm. Ich glaube, das flasht einfach nur ein bisschen. So, wir heben mal das Feuerzeug auf. Okay. Ja. Genau, bis daher haben wir gespielt, dann ist es so gestürzt. Aber nicht das Programm, sondern wir haben nicht auf Aufnahme gedruckt oder keine Ahnung. Wow. Benzo Pills. Ich weiß nicht, soll ich da gleich einwerfen oder nicht? Ich weiß nicht. Lass mal. Ne? Brauchen wir noch nicht, oder? Feuerzeug. Oh. Bühne und Feuerzeug. Ich rede nicht so für die ich ganze Zeit. Ich nehme nur jetzt einmal eine, weil es ist verdammt. Die Wände schwanken schon. Nehmen Sie Ihre Medikation. Hat jetzt eine genommen oder nicht? Sie brauchen sie hier unten, ich weiß nicht. Ja. Ich hätte mir es, nein, er hat nicht genommen. Ich würde mir sowas aufheben, für, wenn irgendwas passiert. Naja, ich glaube, ich muss das nehmen, schon her, weil der ist schon ganz verrückt. Naja, jetzt sieht man nicht mehr besser. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht, das Feuerzeug. Obwohl, ich sollte es nicht wieder an, oder? Ja. Es gibt ja keine Anzeige oder so. Das Witzige ist, dass beim Feuerzeug, es geht nicht beim ersten Mal an. Das finde ich recht lustig. Das finde ich echt cool. Das macht dann nämlich verrückt, wenn man es dann braucht und es geht nicht. Wow. Wie immer nämlich, wenn man Feuerzeug braucht, dann funktioniert es nicht. Mhm. Alter Scheiße, was tun wir da? Was haben wir denn im Keller? Sie müssen den Weg wählen, ich glaube, das war schon mal falsch. Was ist da? Secrets are meant to be kept. Okay, American depends on it. Okay, schauen wir mal, vielleicht können wir da ein paar Sachen mitnehmen. Na, Müll. Okay. Oh, ich hab mir schon gedacht, der hört's auf, Alter. Wie geil ist denn der? So haben wir ja auch gedacht vorher. Vorher. Hat schon so ausgeschaut, oder? Okay. Hä? Jetzt ist da. Ja. Witzig.
Ich weiß nicht, war das Absicht, die Halluzination, oder sind wir beide einfach schon irre? Ist das nicht schon wieder dasselbe? Wow, fuck you! Alter! Wow, scheiße! Ja, shit. Das schaut schon so aus, wenn es da aufhört, schon hin. Nein, aber sie hat sicher wieder. Aber es schaut genauso aus. Ich glaube, das ist irgendein Secret. Wow, scheiße, das macht mir Angst. Alter, wenn jetzt wieder sofort das nächste ist. Nein. Und jetzt sind wir wieder da. Kann man da aufhängen, waren, wenigstens gleich, dann habe ich es hinter mir. Weil jetzt sind wir wieder da, wo wir zuerst waren. Nein, dann gehen wir wieder mit da lang, ne? Wie arg ist denn das bitte? Boah! Boah, Alter, so. Es ist nur Licht, mein Freund. Ja, lebt mit der. Boah! Naja, aber wir brauchen ein Licht, oder? Ich glaube schon, vor allem jetzt schaut einmal die Flamme an. Boah! Ja, aber. Okay. Kommt das was darf man denn da? Ah, da kann man irgendwas machen. Ein Löffel nehmen. Nein. Irgendwo war da meine Hand gerade. Ich wäre schon wieder irre, glaube ich, oder? Ah, Schnaps. Sollen wir sowas einwerfen, mein Herr? Das sind natürlich. Ah, das sind meine Pillen. Pillen. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich relativ viel davon. Mhm. Aber ich weiß nicht, wann wir es nehmen müssen. Ein Bühnenspiel. Ich weiß nicht, wann wir was die bringen. Vielleicht wenn wir auf gar nicht mehr gescheit sehen oder so, keine Ahnung. Wow, da das geht es schon wieder aus. Okay, da ist Dead End. Lose Tweets, Sink Fleets. Ah, witzig. Das ist ein cooler Spruch. Was? What the fuck, oder wir verbühnen? Ich hab mir's fast gedacht, also das wir ist. Wir verbühnen. Ja, das haben wir aber wieder genau dort, wo wir herkommen sind, ne? Ja, wir verbühnen. So? Ja, glaubst du, dass wir da nicht mehr weiterkommt, wenn wir irre werden, oder was? Ja, ich glaub schon. Wir verbühnen. Was tun wir, wenn wir glauben, wir sind verrückt, wir werfen eine Bühne? Geh langsam. Da waren wir auch schon. Ich geh jetzt wieder zurück. Da. Nein, aber das ist ja der Dein. Ja, da waren wir schon, da ist jetzt wieder der Raum. Das ist irgendein Rätsel wahrscheinlich. Okay. Ah, scheiße. Ist das so zum Aufmachen wie Amnesia? Amnesia? The Dark Descent. Also, da brauche ich einen Schlüssel, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, da geht nichts. Hallo! Nein, dann geht, nein, da geht nichts. Scheiße. Okay. Okay. Machen wir die Türe. Also wir sind schon ziemlich verrückt, Ladies and Gentlemen. Definitiv. Kannst du da drüber hupfen? Gibt's da Monster oder so? Ich hab keine Ahnung, ich hab mir nicht einmal irgendwas angeschaut. Sehr wurscht, man kommt so weiter her. Gibt's da was zum Holen? Nein. Kann ich hier was abfackeln? Ich will was looten, Alter. Loote mich. Na, geht auf. Du willst wirklich da reinschauen in die. Ja, was soll ich sonst tun, ne? Das sind wahrscheinlich die Zellen, wo die Verrückten drin waren. Boah. Oh Gott, muss man sich da verstecken? First Gunnery Sergeant. Die kann ich nicht aufmachen. Ich such doch nur meine Pillen! Ich brauch Pillen! Es ist überall das gleiche drin, es ist irgendeine Militärbasis oder sowas. Das stresst mich auf jeden Fall gerade, dass du da überall in die Dings angeschaust, weißt du das? Wieso? Ich war schon wieder voll beim Anschaut. Dreht sich schon wieder alles und wird schon alles total am Schwanken schon wieder. Nein. Nein. Du bist einfach schon betrunken. Ja, da ist eh nirgends was drin, was soll der Kack. Pillen?
Du hast das Feuerzeug nicht auslösen. Ich glaube, da hat es eh schon was. Wahrscheinlich geht es dann einfach aus, Game Over oder so ein Scheiß. Was tut man da überhaupt? Das ist die Frage, ne? Geht es eh schon wieder, ne? Tja, ihren Haushalt, ne? Machen wir es lieber mehr aus. Brauchen wir Licht oder sowas? Das sind Tabletten, oder? Hm, nein. Ich hab keine Ahnung, wie lange das hält. Geh ins Licht, Junge. Ziemlich gut, ja. Das kann man nicht einmal lesen, zählt. Cellblock. Ich schau im Licht wieder normal, oder? Naja. Total okay. Normal. Das ist ja wirklich wie ein LSD-Trip, bist du deppert. Was ist denn das für Scheiße? Ist der Bombenangriff gerade oder was? Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Na. Boah. Was ist mit dem Licht? Ah, okay, da geht's nicht weiter. Das herzerwärmende Licht des Feuerzeugs. Also da würden wir nicht in den Schockraum, glaube ich. Boah, fuck it. In die Duschen müssen wir anschauen. Die Menschen. Ich habe schon Angst davor, was da daherkommt dann irgendwann. Wahrscheinlich irgendwas muss kommen einmal. Kann man da einschalten? Nein. Oder? Nein. Noch weiter oben her. Nein, da ist nichts. Können wir gar nichts sonst machen eigentlich, außer wir rumrennen mit dem Feuerzeug. Vielleicht irgendwas. Pillen, Pillen. Ich glaube, ich soll eh wieder mal welche einwerfen. He? Ich weiß gar nicht bis jetzt, was das bringt. Das ist das. Eigentlich ist eh noch, der ist eh immer gleich drauf, eigentlich gleich behindert. Gleich bescheuert. You're stuck in here. Nee, warte mal, da wollen wir auch schon. Ne? Soll ich wieder mehr Bühne werfen? Vielleicht kommen wir dann weiter. Achso, da ist eh wieder was anderes, gell? Ich glaube, das ändert sich einfach die ganze Zeit immer. Das ist so ähnlich wie Stanley irgendwas, weißt du? Stanley Parable? Aha. Ja, möglich. Immer neue Wege sind quasi. Das ist sehr, ja. Egal, aber ob es ist immer alles ähnlich. Das irgendwie so gehst, genau. Ja, die Frage ist, was bringt's? Ich renne da nicht deppert um und um die ganze Zeit. Keine Schlüssel brauche ich oder irgend sowas wahrscheinlich für das. Irgendwas muss ich machen, weil. Das nimmt jetzt andere Farben mal schon. Ja, ich muss wieder was einwerfen. Nein, es bringt schon was. Komm ich nicht rein. Ja gut, das Feuerzeug kann ich immer anlassen, ist wurscht, oder? Ja, ich glaube schon. Da geht's nicht weiter, oder? Nein. Naja. Generator. Da leuchtet was grün. Puh, Ladies and Gentlemen, kleine Pause für die Nerven. Bis gleich.